Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Heute geht es mal um das Thema Fallenbruch. Oder besser gesagt, in diesem Fall ist das, da ist die Nuss abgebrochen. Die Falle selber nicht, aber die Nuss. Das Prinzip ist eigentlich immer fast das gleiche, ob das jetzt der Fallenbruch ist oder ob die Nuss jetzt defekt ist. Was man einmal wissen muss, ist, der Beschlag ist jetzt vorne vor, wenn ich also draußen bin, und der muss ja irgendwie ab. Okay, das erkläre ich mal jetzt. Ich kann das leider nicht zeigen, weil ich jetzt keinen alten Beschlag habe, den ich jetzt opfern würde, und einen neuen möchte ich nicht opfern, und da erkläre ich das einfach mal so. Also, die Falle ist gebrochen oder eben halt die Nuss ist defekt. Da ist was gebrochen und man muss da jetzt ran. Wenn die Nuss jetzt gebrochen ist, ist es nicht ganz so schlimm, weil man die Tür immer noch über den Wechsel aufmachen kann. Wenn die Falle aber einen Bruch hat, dann geht das Ganze nicht mehr. Ich habe jetzt ein Video mal gesehen, da zeigt man, dass hier ein Zylinder drin steckt, und es wird festgestellt, dass die Falle gebrochen ist. Das heißt also, die gehen hier mit einem Drahtstück bei und man kann die nicht zurückdrücken. Es geht gar nichts mehr. Da wird gezeigt, dass der Zylinder entfernt wird. Die Frage eigentlich, wieso soll der Zylinder entfernt werden? Weil der ist doch in Ordnung und der macht ja alles. Das heißt also, der schließt. Das zeige ich gleich mal. Und es ist auch so, dass der alle Funktionen macht, bis auf, dass die Falle hier aufgeht. Wichtig ist erstmal, dass man den Beschlag entfernt. Da habe ich jetzt also schon so Sachen gesehen. Verstehe ich einfach nicht. Wenn von dem Schutzbeschlag sind ja hier die Schrauben verdeckt. Ich habe jetzt hier einen anderen Beschlag drauf. Das ist jetzt nur mal so optisch. Da sind die Schrauben verdeckt und dann wird der Beschlag abgetrennt. Um einen Schutzbeschlag abzutrennen, das geht einfach ganz einfach. Das erste, man nimmt eine Zange und reißt den Knauf weg. Wenn der Knauf weg ist, dann ist das so, dass Schutzbeschläge wie folgt befestigt sind. Einmal ist hier eine Befestigung. Manchmal ist hier eine Befestigung und hier unten ist eine Befestigung. Da ich ja aber an das obere Teil ran muss, mache ich das immer so: den Knauf wegtrennen mit einer Zange, mit Wasserpumpenzange, und dann flexe ich immer so. Einmal so. Und hier mache ich genau das Gleiche, dass ich praktisch so flexe. Und zwar hier überhalb der Schraube und da unterhalb der Schraube. Und danach, wenn ich das gemacht habe, ist das so, dass ich dann manchmal nochmal hier an der Kante runtertrenne. Und das gleiche mache ich hier auch. Und dadurch verletze ich auch nicht die Tür. Ich nehme praktisch dieses Stück hier so ein bisschen raus. Danach kann ich mit dem Schraubendreher oder irgendwas reingehen und kann dieses Mittelblech hier, dies, was hier drin steckt, dieses hier, alles, dieses hier, kann ich dann wegnehmen. Und dann bin ich hier. Das ist das, was ich sagte. Das ist die Mittelschraube, wo manchmal was befestigt ist. Nicht immer, manchmal. Und ich trenne ja den Beschlag hier weg. Ja? Und die andere Seite ist ja hier oben weggetrennt. Wenn ich das jetzt mal daneben halte, ist das hier. Und das ist hier oben. Wenn ich das jetzt weggetrennt habe und ich habe einen Fallenbruch, oder hier ist zum Beispiel, ja, ich kann das bewegen und es passiert nichts mehr. Aber dieses hier funktioniert noch. Ja, in diesem Fall würde auch, wahrscheinlich muss ich mal eben gucken, der Schnapper oben gehen. Ja, der geht aber hier, da verhakt sich alles, der geht auch nicht mehr auf. Ja, das ist also ein richtiger Defekt drin. So, das würde jetzt also heißen, ich muss hier oben was machen. Ich muss nie den Zylinder kaputt machen. Das ist also Blödsinn. Wenn irgendjemand dabei geht und bohrt den oder zieht den raus, was bringt ihn das? Er ist höchstens weg, aber dieses untere Teil brauche ich ja gar nicht. Der Defekt ist ja hier. Wieso arbeite ich hier? Also ich muss nicht da oben arbeiten. Daher finde ich das Video nicht so ganz in Ordnung. Was man jetzt wissen muss, ist Folgendes, und das zeige ich jetzt mal. Wenn der Beschlag hier drauf sitzt, sage ich 3 cm
von dem Vierkant. Wenn das Ganze so sitzt, Mitte Knauf, 3 cm nach oben, das Ganze hier rüber verlagert. Hier ist die Falle. Wenn ich eine Tür öffnen möchte, ein Draht reinstecken möchte oder irgendwas anderes, ist hier immer die Falle. 3 cm. Das ist immer das gleiche Maß. 3 cm. Ich bin immer wieder hier. Ja? Das würde heißen, wenn ich also 3 cm nach oben gehe, bin ich hier. Mein Beschlag, ich zeichne den jetzt mal eben ein. So ungefähr ist hier. Hier läuft mein Beschlag. Das ist immer gleich. Das heißt also, ich kann bis hier arbeiten, bis in diesem Bereich. Hier kann ich überall arbeiten. Hier kann ich arbeiten. Ohne Ende. Arbeiten, arbeiten. Hier kann ich arbeiten. Ich sehe auch diese Niete hier. Um jetzt diese Tür zu öffnen, würde ich jetzt beigehen und es gibt jetzt folgende Möglichkeiten. Ich könnte einmal hier an der Ecke ein Loch bohren. Ich könnte aber auch einen Fräser nehmen, den hole ich mal eben. Keine Ahnung, wo der gerade steckt. Das ist sowas hier. Das gibt es in verschiedenen Durchmessern, entweder eine Bohrkone oder noch Fräser. Und da kann ich jetzt beigehen. Das ist jetzt ein großer. Der hat jetzt 40, es geht auch ein 30er, man kann das auch mit einem 30er machen. Auch ein 20er würde auch gehen. Aber ich mache das meistens immer so, ist ja eh ein Loch drin und da ist das in Ordnung. Wenn ich diesen jetzt hier ansetze in der Mitte, dann bohrt der so ein Loch, dass ich praktisch nichts verletze. Ich kann zwar in das ganze Schloss reingucken, aber ich verletze nichts. So, ich zeige das mal hier. Also, wenn ich jetzt hier praktisch bohren würde, dann würde das sein, dass ich den so ansetze, dass ich hier so 3, 4 mm Platz habe. Und man kann das aber schon sehen. Das wäre dieser Bereich, den ich aufmache. Ich muss da nicht einen anderen Stift nehmen. Aber man kann das aber auch so sehen. Das heißt also, ich bin immer, wenn ich jetzt hier genau die Mitte nehme, immer so weit, dass ich so ein großes Loch machen kann, dass ich dementsprechend vernünftig arbeiten kann. Ich mache das jetzt mal eben in meiner Bohrmaschine. Geht das eigentlich? Müsste eigentlich funktionieren, dass ich das da mal eben das Loch bohre, damit man versteht, was ich meine. Da sind irgendwelche anderen Leute bei mit so einem Fräser und machen und tun und man, da verletzt man die Tür. Wie oft ich sehe ich, dass die weggerutscht sind und dann gegen die Tür. Das ist einfach eine ganz einfache, saubere Bohrung, wenn ich das also mit dem hier mache. Und gut, aber das muss ich jetzt nicht zeigen. Das heißt, ich bohre jetzt mal eben hier einfach rein und nehme das dann mal raus und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Ich habe jetzt diesen
Kreis gebohrt. Ich habe hier nochmal so kleine Löcher reingemacht, nochmal eben zu demonstrieren, dass man das auch mit kleinen Löchern bohren könnte. Das heißt also, ich könnte jetzt hier überall so ganz kleine Löcher reinbohren, damit ich diesen Kreis bekomme. Wenn ich das Ganze jetzt hier den Beschlag wieder drauf mache, sieht man sieht gar nichts mehr. Ist also alles hinter dem Beschlag. Kann da also nichts passieren. Und ich habe jetzt hier, wie gesagt, ein Lochdurchmesser von 40 mm. Man könnte auch einen kleineren Kreis machen. Ich mache das jetzt nur, um das zu demonstrieren. Oder ich mache es eben halt oft so, damit ich vernünftig arbeiten kann. So, danach kann man den Kreis hier rausnehmen. Da geht er noch nicht raus, weil da ja noch diese Niete drin ist. Die müsste ich noch mal eben anbohren. Das habe ich jetzt gemacht. Die habe ich jetzt angebohrt und dann kann man praktisch das entfernen. Ja, und so sieht das Ganze jetzt von innen aus. Hier fliegen natürlich so einige Teile rum, die kann man dann praktisch rausnehmen. Der Schlossdeckel löst sich auch schon. Ist ja klar, weil die Niete weg ist. So, das kann man dann entfernen. Das geht auch alles so. Ich mache jetzt auch nichts mit der Hand. Ich mache das so. Und jetzt kann man hier dieses, das ist praktisch die Falle. Ja. Also die hier, da kann man sie sehen. Und da kann man jetzt mit dem Schraubendreher beigehen oder mit einer kleinen Spitzzange. Mit sowas hier. Ich kann jetzt weit genug arbeiten. Selbst wenn er jetzt hier hinten weiter weggebrochen wird, komme ich an eine Seite ran mit irgendwas und kann praktisch jetzt versuchen, das kann man so mit der Kamera wahrscheinlich nicht sehen, den Riegel wegzunehmen. Und man sieht hier, ich halte jetzt mal die Zange so. Man sieht hier, die Falle geht hier komplett zurück und die Tür geht auf. Das ist das, was man bei einem Fallenbruch machen kann. Das heißt also, es hat geklingelt, ich komme gleich nochmal wieder. Da war eben der Schanzenfeger da. Ich musste mal eben hier eine Pause machen. Genau, der musste mal eben nach meiner Heizung gucken und mal eben fegen. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, genau. Um die Tür zu öffnen bei einem Fallenbruch. Da ist es so, dass ich da eben halt wie so ein Loch reinbohre. Man kann auch ein kleineres Loch nehmen. Das muss jetzt nicht den Durchmesser haben. Wichtig ist einfach nur, dass man über seine Kante nicht hinauskommt. Dass da, wo man wo der Beschlag hinkommt, das heißt also, wenn der Beschlag hier drauf sitzt, das hatte ich ja eben schon gesagt, dass man hinterher nichts mehr sieht. Ja, das ist das eine, was wichtig ist. Und dann ist es so, dass man, wenn man hier an der äußersten Kante dran ist, da kann man dann auch gut mit der Zange rein oder mit dem Schraubendreher, um irgendwas zu kriegen. Und wenn man da nicht rankommt, dann hilft es nichts anderes, als dass man in der Tür hier ein Loch reinmachen muss. Dann ist es eben halt so. Und um den Riegel eben halt, um die Falle eben halt wegzumachen. Wenn der Beschlag jetzt hier drauf sitzt und ich mache jetzt hier ein Loch rein in der Tür, dann ist es so, dass ich ganz oft das so mache, um das wieder abzudecken, nehme ich einfach eine Messingschiene. Ich nehme jetzt mal einfach ein Stück Eisen, die ich dann praktisch in das Holz einlasse, aus Messing, und die ist dann nachher genauso lang wie der Beschlag. Dann sieht das auch noch so aus, als wenn das alles so gehört. So löse ich da also das Problem. In einem anderen Video, das was ich gesehen habe, dass hier der Zylinder weggenommen wird, das ist totaler Blödsinn, weil der Defekt liegt ja nicht hier, sondern der Defekt liegt hier oben. Also, ich stehe draußen, ich habe einen Fallenbruch oder ich bin im Haus und habe einen Fallenbruch. Das heißt, ich betätige die Klinke, das habe ich ja eben auch gemacht. Und hier ist ja nichts mehr drin, das ging ja ins Leere, weil das hintere Teil ja weggebrochen ist, also dieses hier. Das sitzt ja normalerweise da so drin. Und hier drückt, da drückt normalerweise dieses Teil hier gegen. Also ja, das ist ja mein Loch, was ich gebohrt habe, aber dieses Teil drückt dagegen und dadurch wird das nach hinten geschoben. Ne? Das kann man auch sehen hier. Kann man hier sehen, das ist hier also weggebrochen. Ja, also noch einmal ganz kurz. Wenn ich einen Fallenbruch habe, ist es so, das kann ich testen. Unter anderem, ich bewege die Klinke
Die Falle geht nicht zurück. Ich schließe nochmal mit dem Zylinder, weil manchmal geht das tatsächlich. Ich habe das jetzt ja das weggenommen, das Teil. Also theoretisch könnte das, nee, könnte das sein, dass es funktioniert, aber ich denke mal nicht. Ja, doch. Ne, es geht noch. Das geht manchmal geht es, wenn man ein bisschen Glück hat. Aber sollte alles nicht gehen, dann ist es so, dass man den Beschlag runternimmt, ein großes Loch bohrt, dass man gut arbeiten kann. Es bringt mir nichts, wenn ich hier ein 5 mm oder 10 mm Loch reinmache. Richtig ein schönes Loch reinmachen, großes Loch mit so einem Teil. Der ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen groß, noch geht zu groß gewesen, also den gibt es noch eine Nummer kleiner. Und dieser Durchmesser, den ich hier habe, um mal gleich ein Maß zu nehmen, ist hier 40 mm, also es reicht vollkommen ein 30 mm. Ja, so eine kleine Bohrkrone holen aus dem Baumarkt. Und dann zeichnet man sich das an. Mit einem Bleistift zeichnet man sich das an, wo die Kante ist. Und dann nimmt man den Beschlag weg. Wenn ich draußen bin, weiß ich, dass hier oben ein Loch ist und in der Mitte ist ein Loch. Den Knauf wegreißen. Ich säge das immer so leicht schräg an. Ja, und dann säge ich das hier noch einmal runter und dann kann ich das hier abhebeln. Dann kann ich den richtig abhebeln, hin und her bewegen und dann bricht das Aluteil weg. Also man beschädigt dabei auch nicht die Tür. Das andere, was ich gesehen habe im Video, dass man also die Schrauben zur Hälfte wegbohrt, das ist viel zu viel Arbeit. Das kann auch daneben gehen, dass man die Tür verletzt. Man geht mit keinem Schraubendreher oder Stecheisen oder ich weiß was an die Tür selber, an das Holzblatt. Das macht man nicht. Das gibt nachher nur einen Schaden. Das ist alles nur Schaden, was nicht sein muss. Also, man bohrt dann dieses Loch. Dann hat man ganz oft Glück, dass man diese Teile hier noch irgendwie sieht. Irgendwas sieht man noch und dann muss man das versuchen, mit der Zange wegzukriegen oder mit dem Schraubendreher wegzudrücken, sich irgendwas einfallen lassen, um dieses Teil praktisch in diese Richtung zu bekommen. Geht das alles nicht? Ja, das heißt also, der Beschlag ist runter, der ist weg. Dann hat man hier das Loch gebohrt und man kriegt die Falle nicht weg, weil die hier weggebrochen ist. Hier ist die weggebrochen. Das kann manchmal auch sein. Dann ist es so, dann weiß ich, das hatte ich ja eben schon gesagt, 3 cm, 3 cm von Mitte nach oben, da ist immer die Falle. Wenn ich das jetzt hier so rüberziehe, da ist immer die Falle. Ja? Das ist auch gut zu wissen, wenn man eine Tür öffnen möchte. Erkläre ich gleich mal ganz kurz nur. Wie öffnet man eine Tür, wenn die zugefallen ist? Und man kann mit nichts die Tür öffnen oder man hat nichts außer einen Schraubendreher. Dann kriegt man auch die Tür auf. Es reicht so ein kleiner Schraubendreher. Damit kriege ich die Tür auf. Eine zugefallene Tür. Dann ist es so, dass ich das dann hier einfach aufmache. Wie weit ich das aufmache, spielt keine Rolle. Das kann ruhig ein bisschen größer sein. Nachher wird hier, wo das Holz beschädigt ist, ein Blech eingesetzt. Entweder schraubt man das drauf oder man lässt es ein. Das kann man machen, wie man möchte. Man macht das aus Messing und oder aus Edelstahl oder Chrom, egal wie. Und dann sieht das Ganze auch noch gut aus. Ne? Wenn ich das jetzt hier so noch mal daneben halte, so, dann sieht das. Na, hier würde das jetzt mit dem. Man muss das nur in der Breite holen. Das sieht sogar gut aus. Ja, das ist dann wie so ein Übergang. Das kann man dann machen und dann ist der Schaden wieder behoben. Alles andere ist von meinem Verständnis her und aus meiner Sicht einfach falsch. Oder es ist eine Lösung, richtig? Es gibt ja mehrere Lösungswege, es ist richtig. Ich finde, dieses hier ist die perfekte Lösung, um einen Fallenbruch aufzumachen. Jetzt kommen wir zum Türen öffnen. Ganz kurz nochmal eben angerissen. Das erkläre ich nochmal später in einem anderen Video. Wenn meine Tür zugefallen ist und ich habe nur einen Schraubendreher oder ich hole mir einen vom Nachbarn, das muss nur so ein ganz kleiner sein, mehr einfach nicht. Wo ist mein Messschieber? Hier. Das ist eigentlich ein kleiner. Sollte das ein kleiner sein? Oder man nimmt eine Reißnadel, das geht auch. Ja? Mit beiden kann man eine Tür öffnen. Mein kleiner Schraubendreher hat hier eine Breite von 3,5 mm. Das, was ich wissen muss, ist 3 cm, haben wir eben gerade gelernt. 3 cm nach oben, da sitzt die Falle. Wenn ich jetzt mit dem Schraubendreher durch das Holz piekse, an der Seite, 3 cm nach oben, dann bin ich ungefähr hier oder da, je nachdem, wie gut ich gemessen habe. Wenn ich jetzt da gegendrücke und eine Hebelbewegung mache, geht die Falle weg. Wenn ich hier richtig drauf drücke und eine Bewegung mache, geht die Falle weg.
Und damit kann man das aufmachen. Oh, jetzt habe ich Telefon. Schwester Holdorf, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Ich habe gerade im Internet mal geguckt. Sie vertreiben Schlösser, habe ich gesehen. Ja, ich vertreibe Schlösser, ich repariere Schlösser, ich bin eine Schlosserei und ein Schlüsseldienst, ganz genau. Wunderbar, das freut mich. Also ich benötige ein Einsteckschloss. Das ist für ein älteres Haus. Das ist kaputt gegangen und nun brauchte ich Ersatz. Und zwar steht da drauf Bodo. Bodo 2014 und das ist Trio Wing. Das ist ein dänisches Haus gewesen, oder ist es noch? Und da ist alles irgendwie... Okay, Sie brauchen ein Schloss, ein dänisches Schloss, Bodo oder Boda heißt das eigentlich, 2014. Ja, genau. Okay. Das ist von Trio Wing. Ja, genau. Sie haben das. Also ich habe es bei Ihnen im Internet. Ja, richtig, genau. Ich habe diese dänischen Sachen. Das ist richtig, genau, ganz genau. Ja. Können Sie mal Folgendes machen, weil ich muss jetzt gerade zum Kunden hin. Ich muss um 10 Uhr da sein. Schicken Sie mir bitte eine E-Mail und schreiben das mal eben drauf und dann bearbeite ich das heute Nachmittag. Wunderbar. Machen wir so. Haben Sie meine E-Mail-Adresse? Ich gucke gerade schlosserei.nc-oldorf. .de. Ganz genau, da schicken Sie das einfach bitte hin und dann mache ich das fertig. Wunderbar, danke. Ja, ich bedanke. Und eine Telefonnummer runter bitte, falls, weil anrufen geht immer schneller als eine Mail schicken. Ja, ist gut, ich schicke eine Mail und dann kriegen wir das hin, ne? Alles klar, supi, danke. Danke. Jo, tschüss. Tschüss.